Okay. Und der Herr rechts zu mir, von mir. Big Sosa bin ich. Wie war Ihr Name? Big Sosa. Okay. Ich liebe die Fahrschule, Ali. Das ist das Beste, was wir jemals machen konnten. Ey, warum liegt dein Bruder runter? Das ist so schön hier. Was? Sein Bruder war hier. Hey, Ali, ich Ach sag dir eins, so. ne? Diese Fahrschule ist pures Comedy-Gold. Ja. Dings. Unsere DVD. Ah, okay. Ja. Hey, Sosa. Oh mein Gott. Ja. Sosa ist Fahrschullehrer. Was? Ich sterbe. Da werden hast du Sie heute die Leute gesoffen, Opa? auseinandernehmen. Ich weiß, es war so lustig, ne? Isko, ich habe ihn zum Kali-Anwesen geleitet und das sage ich zu ihm. Und jetzt auf das Anwesen und rückwärts einparken. Und jetzt zieht es durch und fährt da drauf. Die schießen auf uns mit 1000 Hex. Er flüchtet vom Anwesen und bleibt am Stoppschild stehen. Weil er sich ja die Verkehrsordnung hält. Digga. Das war so krass, Wo Alter. hast du ihn auseinandergenommen, Das war so krass, Alter. Aber hat er bestanden, oder was? Ja, wir sind im Krankenhaus aufgewacht. Ich habe gesagt, ich Ah. habe das Gefühl, er hat bestanden. Ah, okay. Ich habe das Gefühl, du hast bestanden. Ey, Ich wieso stehen die Cops immer noch hier? wollte ihn dann noch auf den Mount Genau. Chiliad bringen zum rückwärts einparken. Wie sieht's aus, Mann? Wie sieht das aus? Ich habe gehört, Sie übernehmen Sie dann die Aktenschreibung Nö, oder die Akte, Also, ich habe die gedacht, Sie Fahndung wollten die. geschrieben, die Fahndung Ah, geschrieben. okay. Aber die Fahndung ist ja jetzt aktuell, die ist ja jetzt mal mündlich, ist ja auch erstmal gültig. Aber Aber die ich werde die. Fa machen Ja? Sie jetzt nur die mündliche Fahndung Nein, auf, ich mache oder? jetzt gleich, ich mach jetzt gleich eine schriftliche fertig. Okay. Wo sind die hin? Wo seid ihr? Ey, warte mal, Ey, ey, wieso, er wieso soll ihn ja? einfach normal ordnen. Aber ey, wieso Warte, zieht er ihr ruft euch mich hier zurück, an er und ruft mich geht zurück, denn? ruf Konzi an, ruf Konzi an, ruf Konzi an. Geht denn doch jagen, zieht euch an, geht denn jagen. Ey, yo. Ja, was geht ab, Mann? Verdammte Scheiße, wie geht's dir, Mann? So auf Flucht. Ja, mir geht's gut, Mann, ich gönn mir grad einen Puff. Gönnst du dir einen Puff? Ja, Mann, voll geil hier. Voll Ja, kommst du entspannt. nochmal aktueller Standort? Kann ich mir vorstellen, Mann. Ja, wie geht's dir, Mann? Bist du immer noch da? Ja, ich chill hier ein bisschen. Okay. Ja, cool. Was rufst mich die ganze Zeit an? Was willst du jetzt? Ich habe eine Frage, ob du einen Deal machen willst. Ja, was ist der Deal? Eins gegen eins, wir treffen uns. Dass da wieder irgendwo das PD kommt Nein, und Mann. Hallo sagt? Ich scheiß aufs PD. Okay. Loco! Am Arsch der Welt? Ali, Ich Loco, ruf dich komm! nochmal in 5 Minuten an, warte. Park mal bitte dein Alles Wagen klar! aus, ich mach das allein. Nimm ihn doch mit, er soll mit. Lach Cedric, was geht hier, Maniac? Hast du Cedric, euch da erlaubt? unten sind, Was was geht machen ab? Sachen? Salam alaikum, nix, nix, im Alaikum Chillen. salam. Ich hab ein bisschen Stress hier gerade. Wie Stress, warum Cedric, Stress? hast du eine Knarre? Ja, warum, Gib warum, mal brauchst bitte. du? Ich hab nur ein Dings, ja. Was? Brrrr. Dann komm du mit und mach mit ihm Brrr. Warum wer? Was wollt ihr machen? Butzbar. Okay, wollen wir jetzt Ah, fahren? wollt ihr den Ficky? Ja. Willst du Das ihn umseppern? Kannst du? Ich hab noch eine offene Rechnung mit ihnen. Ja, also perfekt. Dann, weil einer sieht mir jetzt seinen Standort und dann fahren wir dahin. Ja, komm. Ja, dann geht ihr, dann geht ihr. Ja, warte, ich hab Aber jetzt aktuelle ich Ding, hab warte. die Dings. Warte. Wir Warte machen mal, einen Drive-By auf ihn. hast du den Knarre? Ja, ich mache einen Drive-By auf Ey, ihn. 8046. Komm. 8046. Hast du einen Wagen hier? Yeah, ich hab Dings, aber es ist Ey, auffällig. warte, ey, Jungs, lass es doch. Was? Lass doch in. Kevin, komm her. Lass es doch in FIB-Dings machen. Ja, dann können wir ihn nicht mitnehmen. Hä? Komm her. Nur wir beide dann. Er soll doch Haftanheiten kriegen, du Idiot. Ja, nee, ist mein Cedric. Dann fahren wir nur wir beide. Ja. Okay. Ey, Cedric, bleib hier. Wir machen das kurz allein. Komm. Ja, okay. Okay, hör mir zu, ich habe eine Massin-Pistole im Wagen drin. Ja. Wir ziehen uns beide um. Ich bin der Fahrer, du, wie heißt das? Du knallst ihn ab. Denkst du, kriegst das hin? Wo soll ich hinkriegen, ja? Weil jetzt, wenn wir nochmal hochfahren und sonst was, dann dauert es zu lang.
Wo ist er? Hoffentlich ist hier niemand. Ja, ist niemand. Komm. 8046. Ja, aber da soll noch ein Heli da sein. Wie siehst du denn, Lo? Nimm die aus dem Kofferraum. So. Wer bist du? FBI also, hm? Wer seid ihr? Wer bist du? Wer bin ich? Hallo. Anderson, Bruder. Ja, was ist denn jetzt mit dem Deal? Ich hab schon wieder vergessen. Was oh war los? Was ist los? Zieh dich um, steig ein, wir suchen Herr Busbach. Er ist dabei, er ist auch bei uns. Also bist du dabei? Ja, ich sag mal so. Ist einer von den Schwestern dabei? Niemand, gar nichts. Oder fahr mal kurz Garage, ich hol Waffen. Was? Wenn du versprichst, dass du alleine bist, dann komm nach Kayo. Kayo? Soll ich jetzt hinkommen? Ja, ich bin dort und warte. Okay. Biete dir ein Boot für $500 oder so. Oder $5. Okay. Bis gleich. Hier. Nicht mal. Ja. Kayo, lang. Hol mir auch einer. Er sagt Kayo Perico. Ey, hol mir auch eine Weste. Wer ist der andere hier? Ja. Außer hier. Bruder, ich hab noch markanten Westen, ich kaufe rum. Ja. Warte, komm. Hol einfach. Ich hab schon eine. Er sagt, er ist Kayo Perico. Ja, der, aber er lügt. Mach die Hunde so Musik aus. Ja. Ja, warte. Er ist jetzt beim PD angeblich? Das kann nicht sein. Aber es war letzter Standort. Wir fahren einmal dahin. Er ist beim PD. Ja, angeblich, warte. Warte mal, soll ich mal Konzi anrufen? Konzi hat mir letzte Stand geschickt. Oder ich war plötzlich einfach zweite Stock, ja? Warte, was ist deine Zahl? Fahr du. Was ist deine meine, Zahl? Meine 453. Sehr gut. Okay. PD für FIB. Yellow Wind. Es gab gerade einen Butzbach, der auf euren Kollegen geschossen hat. Der ist aktueller Standort in der Garage neben das PD. Wenn ein Helikopter hochfahren könnte und ihn orten könnte, wäre perfekt. Meine Nummer, ich repariere kurz. Wenn ihr Nummer habt, können wir auch Konstantin fragen, Overwatch, der ortet. Der Overwatch, ja, wir haben Overwatch soll bei der Garage mal nachgucken. Achso. Neben dem PD. Garage. Aber wie lange braucht PD der, Digga? Rechts davon, da wo der Kleiderladen ist. Wo? Kleiderladen bei PD, ich hab markiert, siehst du die Markierung? Nein, sehe ich nicht, aber ist egal. Okay. Da bei Kleiderladen, sollte er sein, aber... eine Schutzweste geben? Man kann keinen Auto packen, reinpacken. Deswegen... Man sonst geht nur Waffen. Jetzt noch mal hochfahren und... Dauert zu lang. Wo nehmen wir die? Ja, irgendwo hier, Bro. Das war letzter Standort hier. Kann sein, dass er in dem Porsche ist. Ey, bleib mal stehen. Schluss mit euch, Vater. Ah, okay, alles gut. Sorry. Ja, oh mein Gott, boah, das war dieser Winterstein oder so, dieser Schwanz von PD. Mhm. Also hier sollte er irgendwo sein, das war letzter Standort. Hast du dich mit Kayo Perico mit ihm jetzt getroffen? Nein, er sagt, er ist Kayo Perico, er labert scheiße. Er muss... Denkst du mal, letzter Standort schicken, wie der Konstantin. Warte, sei mal leise. Okay, er packt aus, er guckt jetzt mit Heli. Also das war letzter Standort. Soll ich mal Konstantin anrufen? Ruf ihn mal nochmal an und frag ihn mal nochmal letzter Standort. Und ja, wir gehen. Ey, da ist einer auf der Straße gelaufen am Büffelpark. Fahr mal dahin. Hier rechts. Hier, der. Wer ist das? Links. Ja, oh, links und jetzt und rechts. Es tut mir Straße. Leid, dass wir dich therapieren müssen. Wer ist denn dran, Mann? Weißt du nicht, ich oder? Bin's, Sosa. Ja, was geht's dran? Wie soll ich dir sagen? Ich brauche nochmal seinen Standort. Hab ich doch schon. Der ist die ganze Zeit in Bewegung. Das bringt nichts mehr in Bewegung. Das ist die ganze Zeit. Du musst ihn mir jetzt schicken. Fahr mal Richtung Würfelpark und ich sag dir, wenn du jetzt mir den Standort schicken sollst. Warte, ich spreng gerade in der Matrix. Wo ist er? Bleib mal um, Würfelpark. Beim Würfelpark war einer mit dieser Ninja-Maske, der sah 1:1 vorhin aus wie Dings. Butzbach.
Bei der Garage. Bei der Garage? Ja, ja, ja. Vorhin hatte Butzbach genau dasselbe Outfit, aber dann hat er seine Maske abgezogen. Da oben drauf. An den Chef. Fahr mal da rein. Fahr mal so lang. Guck mal, das ist ein Wagen, der spottet oben. Und da ist oben ein Wagen. Der ist stehen geblieben. Ah, das ist Konzi. Ah, das ist Konzi. Was läuft, Konzi, Abi? Was geht, was machst du? Was geht ab? Wir suchen Butzbach. Er hat einen abgeknallt und du flüchtest jetzt die ganze Zeit. Ne, das muss angeblich hier sein laut GPS, aber das wechselt sich immer. Aber lass mal jetzt aber Auto okay. Und da hier vor uns dieser RS7, Bruder. Wo? Hier vor uns. Er stand da gerade am Würfelpark. Ah. Fahr, der flüchtet doch. Oh mein komisch. Gott, Mann, was macht der mit dem? Die Junge. Aber der war sowieso schon gefahren zu. Mal, was ist aber auch für ein PD-Ler? Ja, er fährt das Motorrad vor rum, er fährt einfach weiter. Aber warte, wieso fährt ein PD-Ler ein Civi? Ja, wir haben gut hingefahren. Das war aber nicht safe, nicht Busfahrt. Wir müssen ihn ficken, Digga. Das ist jetzt Leben. Sicher, dass nicht umgezogen. Aber nee, der ist dunkelhäutig, gell? Ja, ja, deswegen. Ja. Bad Boys. What you gonna do? Ja, und nicht praktisch. Wollen wir die Hops nehmen? Nein, der Kacke. Die haben Waffen dabei. Scheiß drauf. Mir geht's gar nicht gut. Mir auch nicht, Bruder, mir auch nicht. Weil du fährst doch wie ein Hundesohn. Weil wenn wir halt schnell fahren müssen, was soll ich machen dann? Warte, ich hab noch Koks, warte. Mal ein, zwei Nasen, ja. Losholen. Mach mal die Line auf das. Boah, dieser LKW ist Walla Wundertüte. Gemeine Nase. So, hier vier Stück sind eine Weste. Vier sind eine? Ja. Boah. Ey, warte, ich hab mal Medkits dabei, Jungs, brauchen wir Medkits? Gib noch einen. Ja, gib mir noch einen. Deine Wichser, wo ist er hingeflüchtet, Alter? Hey, PD ist auch so unfähig, ne? Das ist wirklich geistkrank. Harmonisch, Paktik, warte ganz kurz. Nee, das sind andere. Die gehören irgendwie zu einer Familie, die haben blau an. Die haben ja auch gerade gesichtet. Aktuell haben wir leider gar nichts. Sie können eigentlich abbrechen. Egal, wir finden ihn selber. Ja, ja. Ich rufe ihn an und sag, ich bin da, wo bist du? Danke für Ihre Arbeit. Bei mir ist der Schwanz wirklich auf Kajo. Ich bin ein Zweier von dir. Schmatte Funk. Ich muss gleich was trinken und essen, Mann. Ich hab was zu trinken. Nummer? Genau, wir können auch kurz Pölz fahren, Bruder. Lunchpakete. Wie viel sieben? Ah, brauchst du essen und trinken? Ja, yeah, ja. Yeah. Lass kurz Pölz fahren, Lunchpakete kaufen. Hier, ich hab ein Lunchpaket hingegeben. Brauchst du noch, oder was? Perfekt. Nein, ich hab, Bruder, ich hab. Ich hab noch im Wagen, sind drei. Geh nicht ran, Mann. Der Brie ist untergetaucht. Ja, ja. Also, wo könnte er sich verstecken? Oder es bringt doch nichts, hier rumzufahren wie so ein Vollidiot, ja? Macht keinen Sinn. Ja, bringt doch nichts, einfach rumzustehen, so. Ja, aber der könnte überall sein. Der Typ könnte überall sein. Ich bin da, wo bist du? Ja, tut mir leid, ich hab mich gerade amüsiert, Mann. Ja, wo bist denn du, Alter? Ich warte hier auf dich. Wo bist du jetzt gerade? Ich komm da hin. Cayo Perico, Mann. Cayo Perico bist du? Ja. Oh Scheiße, ich dachte du kommst nicht, ich bin schon wieder zurück. Ey, red den richtig schlecht, sag du bist kein Mann, du hast keine Eier und so, dass er kommt. Mann, du hast echt keine Eier, kann das sein, Alter? Ja, wie, ich hab keine Eier, Mann. Du hast keine Eier. Du schießt PD auf mich, du Wichser.
Du hast echt keine Eier, Alter. Dein wie sein Ego kränkt, sagt, du schießt besser. Das kränkt sein Ego. Deine KD. Eins gegen eins, Mann, ich schieße dich. Ich. Eins gegen eins? Eins gegen eins, ich knall dich um, Mann. Ich knall dich um, Mann. Muss er wieder kommen und mich schlagen? Verdammt, ich, Alter, du bist scheiße, Mann. Ich knall dich direkt um, Alter. Du hast nicht mal eine Chance. Okay, Homie. Du hast nicht mal eine Chance, Alter. Wirklich. Ich muss erst mal warten, bis es bei dir mal Ruhe gibt, ja? Mit den ganzen Hubschraubern und so ein Scheiß. Das heißt, du bist da, wo die liegen. Mann, ich bin ganz normal weggelaufen und die haben mich nicht bekommen, Mann. Die haben sogar Wärmesuchkameras, oder nicht? Ich hab keine Ahnung, was die haben, Mann. Mir ist scheißegal. Ist sogar umso besser, wenn ich das PD nicht ausgestattet, Mann. Und dass sie von einem Zivilisten runtermachen. Drei Much, Alter. Ich will doch ein ganz normales 1 gegen 1 und du hast Angst, Alter. Du weißt, dass ich dich umknalle. Ganz normales 1 gegen 1, Mann. Du weißt, dass ich dich umknalle. Ich kann dir gar nicht kommen, Mann. Ja, weiter, drück auf die Wunde. Du weißt ganz genau, dass ich dich umknalle und deswegen versteckst du dich in irgendwelchen Büschen, Alter. Du willst mich umknallen. Ich weiß, dass ich dich umknalle. mit welcher Kunst? Wo ist deine Knarre? Die hab ich doch. Ich hab genug Knarren, Mann. Die kann ich dir auch schenken, Alter. Das ist ein Geschenk von mir, Mann. Okay, du hast genug Knarren? Steck sie in deine Mutter rein. Oh, okay, Mann. Okay, dann mach ich das nächste Mal bei dir auch dasselbe, Mann. Snitch, Mann. Versuch's doch, Mann. Ja, Homie, du kannst mich lange suchen, Mann. Ich halt erstmal Abstand, ja? Ja, und jetzt. Abstand, also bist du doch eine Pussy. Nee, ich bin keine Pussy, Mann, aber hab ich Bock, dass das PD mich am Arsch schlägt, Mann? Hä? Ist mit Anderson und er kann also bist du beim PD oder was? Nee, aber ich weiß ganz genau, wie die mich jagt. Nee, Sosa. Oh, ich bin gerade mit Anderson. Ich ruf's gleich an. Komm doch aus deinem Loch raus und kämpf richtig, man. Ja. Hey, chill doch gerade ganz normal. Wie, du chillst gerade ganz normal? Dann kannst du auch rauskommen. Ich bin die Krise von Ali. Anderson. So, ich guck mir gerade die Stadt hier an. Zurück. Ich war schon da, ich war schon hier. Ich glaube, jetzt krieg ich den Zuni kommen. Alter, was macht der Wichser? Okay. Ja, dann können wir doch da unser 1 gegen 1 machen, wenn du Eier hast. Aber irgendwie versteckst du dich wie eine Bitch. Tja, ich bin halt nicht so dumm, ey, Mann. Ich weiß, wie das PD tickt, Mann, ja? Ich war auch schon mal ein PD. Ey, okay. Handys ordnen. Mach doch keine Länder. Du warst mal beim PD und willst du mir was von Snitch erzählen? Nee, ich war mal 2 Tage Rekrut und bin rausgeflogen, weil ich Nedi geflogen habe als Rekrut, ja? Ja, weil du scheiße bist, Alter. Sogar da fliegst Mann, du raus, Mann. Ich vertraue dem PD gar nichts mehr, Mann. So oft, die mich nicht im Knast gesteckt haben, Mann. Ja, Alter, ja, dann komm raus aus deinem Loch, Mann. Verdammte Scheiße, du versteckst dich die ganze Zeit wie so ein Penner. Komm hier. Hast du repackt? Bitte mich erstmal, ja. Das ist die erste Quest, ja. Danach kannst du dich gerne mit mir treffen. Was? Deine Aufgabe ist es, mich zu finden. Wenn du mich ich hab gar keine Aufgabe, Mann. Scheiße, meine Aufgabe ist es, dich zu ficken, Mann. Ich nehm keine Aufgabe von dir an, Alter, du verschissener Wichser. Ich werd dich ficken, verdammte Kacke. Ja. Ich schick Phoebus den Standort. Da weiß sie Bescheid. Sie kann gerne kommen, aber du nicht. Ja, dann schick mal. Wenn du Eier hast, schickst du. Ja, ich muss gucken, dass Phoebus überhaupt wach, Mann. Ich ruf sie gleich mal an. Ja, versuch mal. Ja, mach ich. Gerne. Ich ruf ihn gerne an. Ja, versuch mal. Ja, soll ich machen? Ja, okay. Versuch mal. Sag ihr Walla Billa, du kommst allein. Du fährst dann allein. Er ist gefickt. Was hat er gesagt? Er sagt, er ruft Phoebus an, die ist nicht mehr wach, der Dummkopf. Hä, hey, Bruder, was soll Phoebus machen? Karate-Kid auf seinen Kopf? Was ist los mit ihm? Er ist ganz weird, Alter. Der ist ganz, ganz komisch. Guck mal, Scheißkopf. Smart, rechts, rechts. Da rechts. Jetzt wieder rechts. Das ist links. Ah, da, ja, ich hab gesehen. Oh, der flüchtet ganz schnell, aber das ist Gambino. Das Gambino-Auto. Sicher? Ja, fahr mal was hoch, nicht mal noch ein Tuch. Nein, guck mal, wie schnell das ist. Nochmal hoch. Oder ist das ganz schnelle Auto, was 300 fährt? Ach so, ja, dann ist Gambino. Ja, das ist Gambino. Er ruft mich wieder an, Alter. Hey, Bruder, will er mit dir eine Beziehung starten? Ey, willst du mit mir eine Beziehung starten, Sinn, oder was willst du von mir, Alter? Ich hab kurz gecheckt, Mann, wo entweder kommst ist, du oder leg auf, du Schwanz. Telefon. Ich glaub, sie ist nicht da. Ach, echt, Alter, Blitzmerker. Ja, und du Dummkopf hast ja auch noch anrufen, Mann. Ja, natürlich, Mann. Ich dachte, du bist nur so, keine Ahnung, du tust nur so dumm, aber du bist anscheinend wirklich so doof. Ja, du bist ja, echt ein Hund, so doof, ja. Wenn ich doof wäre, hättest du mich schon längst eingepackt, Mann, oder hättest du mich schon längst im Knast, Mann. Ich kann nichts für die Arbeit vom PD, Alter. Die sind sowieso kacke. Ich werde dich finden, wenn du aus deinem Loch rauskommst. Ja,
Aber jetzt bin ich niemals finden, Mann. Vorher hab ich dich schon geschnappt. Du hast mich geschnappt. Ja, dann trau dich da raus. Alles vorbereitet, mein Lieber. Ich schon alles vorbereitet. Mach dich gefasst, mein Lieber, ja? Ja? Ich wollte eigentlich nur mit dir chillen, Mann. Warte, wo er sein könnte. Warte, wenn er da ist, Wallah, fertig. Wir können uns mal wieder ein bisschen mehr versöhnen, ja? Nach der Aktion von letztes Mal, nachdem ich euch beide verkloppt musste. Warte kurz, seine Mutter bläst mir gerade ein. Boah, das wäre zu krank gewesen, sagt ehrlich. Boah, ich kenne den Platz gar nicht. Hier macht Dings Vendetta immer hier Queen. Ah, ja, ja, ja. Warte mal. Konsti muss doch mittlerweile wieder einen Standort haben. Ja, ja, jetzt stand er echt lange. Der wird nicht weit kommen. War schon mal ein bisschen weiter Innenstadt. Kann sein, dass er vielleicht im Nächsten ist. Konsti ist gar nicht wach, Alter, dieser Wichser. Dann ruf 02 an, Alexei. Kann der auch? Ja, der kann auch. Dann ruf du wieder Butzbach an, ich ruf ihn an. Ruf du Butzbach an, bleib mit ihm am Telefon. Okay. Okay, bleib kurz stehen, lass mich aussteigen. Nicht, dass es dann eklig ist. Dann haben wir uns beide. Bin fertig. Yo, komm mal. Wir können jetzt ewig lang weiter telefonieren. Du weißt, was ich meine. Dies, das, mies, maß. Aber warum kommst du nicht einfach raus? Weil ich kein Holzkopf bin wie du, Mann. Leute, keine Holzkopf. Ich geh doch nicht raus und lass mich direkt vom PD einfangen, oder was? Hm. Einfach, so einfach. Also willst du dich jetzt wochenlang verstecken, oder was, wie ne Bitch? Ach, gib mir ein paar Minuten. Dann ist das PD schon, hat mich eh schon vergessen, weil die geben ganz schnell auf, die Süßen. Ein paar Minuten, okay, ich geb dir ein paar Minuten, Mann. Hör mal zu. Deine Mutter fährt sogar das Fahrzeug, ja? Die fährt echt gut, Mann. Echt? Ja. Und wenn du schon Mutter-Jokes machst, dann muss der doch wenigstens gut sein, Mann. Ich weiß nicht. Ja, weißt du was? Deine Mutter hat ein Bein, wird trotzdem getunnelt. Ja, verdammte Scheiße, ja, okay? Und jetzt kommst du mit den Grundschulen wetzen, Alter? Ja, wieso? Ich chill grad mein Leben, Mann, und hab ich Zeit dafür. Nee, in der Zeit suchst du mich ja gerade wie ein... Oder was auch immer du tust, Mann. Nö, nee, eigentlich rauche ich gerade eine Pfeife und krieg einen geblasen von deiner Mutter und warte auf deine Antwort, wenn stabil, du Bescheid hast. Stabil, Mann. Stabil. Okay. Also, Butzbach, willst du ewig lang telefonieren oder wie rauskommen? Wie kannst du überhaupt reinkommen, Mann? Du bist doch minderjährig. Du Pisser. Ich bin minderjährig? Wie kannst du überhaupt Pfeife rauchen? Und Bruder? Pfeife rauchen kann? Er sagt, wir sollen eine Fahndung schreiben. Scheiß auf den. Leck auf, der Hundesohn. Was? Deine Mutter muss dir mal Saufen beibringen, ja? Was? Deine Mutter muss dir mal Pfeife rauchen beibringen, ich hab's beim ersten Mal schon verstanden. Ja, okay. Dann such mich weiter, du Wichser. Ich hab dich nicht letztes Mal gesehen. Warte, bis du rauskommst, dann bist du eh gefickt. Letztes Mal war Okay, bleib schön lange in deinem Loch, verdammte Scheiße, Mann. Bleib so lange in deinem verdammten... 8233. Mann, du wirst gar nicht gefickt, Mann. Du hast eine Fahndung offen, krieg dich ein Polizist, du wirst jetzt dein ganzes Leben lang auf der Frucht sein. Okay, ich mach jetzt den Juwelraub. Ja, dann mach mal. Moment, wie bitte? Mach da. Ja, oder ich mach einfach das, was ich jeden Tag mache. Scheiß auf ihn, leg auf, der nervt, der Hundesohn. Ey, weißt du was, Mann, du therapierst mich, ruf mich an, wenn du campen willst. Ja, ich therapiere dich immer noch. Also, das PD ist echt unfähig, Mann. Fahr mal zum PD. Mach dich nicht blöd an, als FIB ist nicht gut. Das gibt böse Fitner, Bruder. Ja, unnötig. Wir haben es gerade geklärt. Nein, wir haben nicht mal Tank. Lass uns umziehen, dann gehen wir wieder zu Ali. Ich will ihn ficken, ich muss ihn ficken. Ja, der wird sowieso früher oder später. Der hat sowieso nichts zu tun hier. Der hat nichts zu tun hier. Der hat Langeweile, der Typ. Ich ruf mal diesen Alex. Ja. Black, danke für den Plan. Hallo? Ey, ja. Ich bin Sosa. Hallo. Der macht nicht. Jo, was geht? Bro, du musst mir einen Gefallen tun, Mann. Wenn's um Butzbach geht, habe ich gerade mit Kevin telefoniert. Warum? Ja, was willst du denn? Ich habe seine Nummer, wir müssen ihn orten. Ja, das ist nicht genau. Ich habe schon Kevin gerade eben erklärt, was er machen soll. Mit der Verhandlung, dann packen wir uns den. Ja, aber also Konzi hat vorhin auch schon die ganze Zeit ihn geortet. Ja, aber das funktioniert nicht so richtig. Sprich mal mit Kevin. Bist du mit Kevin? Ja. Yeah. Sprich mal mit dem, der weiß, ich hab ihm gerade erklärt, was er machen soll. Ja, eine Fahndung bringt nichts, Mann. Du weißt, wie unfähig das bei dir ist. Ja, aber wir sind die Fahndung auch und wenn wir wollen, kriegen wir den.
Wie, wenn wir wollen? Okay, okay. Okay, schick mir die Nummer per SMS und ich schick dir, wo er zuletzt war. Okay, okay. Genau. Okay, ich soll Ihnen den Link schicken. Die Nummer. Merkt euch mal die Nummer. Merkt euch mal die Nummer. Ich hab die Nummer. Sag. Okay, warte. Also schreib ihn. Ich schicke dir eine SMS, warte. Okay, sag. 715? Ja. 920. Fahr mal, nee, Würfelpark. Okay, ich hab ihn geschickt. Okay. Was hat er jetzt überhaupt nochmal gemacht? Bleib mal jetzt irgendwo stehen, Alter, warte. Boah. Okay, okay, okay. Er findet die Dings gerade aus. Ja. Steck wieder ein. Agent. So, und ist und wir sind hier gerade am Arbeiten. Steig rein in die Karre, bevor ich deinen Arsch schicke. Alter, jede Sekunde kann schon noch kommen, Junge. Probier dich erstmal Frau zu klären. Nein, ich wollte fragen, ob sie jemanden gesehen hat. Oder weißt du, du musst halt diese Aktion in dein Auto wieder ändern, oder? Ja, ja. Jeder Schwanz kennt das jetzt. Ja, ja. Ja, jeder Wichser mit Maske wird angehalten, ja? Ja, ja. Ich kann nicht rangehen. Hallo? Der ist nicht wach. Der ist nicht wach? Nein. Er hat Handy weggelegt. Ist der Typ jetzt wirklich... Nein, oder? Hat er alles weggeschmissen, was er oder hat. Oder woher hat er diese... Ach hey, ich bitte scheiß auf den. Sosa, bitte. Er hat sein Handy weggelegt. Am Arsch hat er jetzt Handy weggelegt. Ich hab vorhin noch mit ihm telefoniert, Alter. Ja, aber die Nummer ist aktuell nicht aktiv. What up, homie? Bin nicht aktiv. Wer bist du? Sag mal sofort aus. Ach, hey, du kleiner Wichser, steig sofort aus. Tut mir leid. Tut mir leid. Hamza? Ich weiß nicht, ob das der Hamza ist oder ob du das... Du musst aufpassen, Bro. Ruf ihn an. Der Handy klingelt doch. Hey, der Hamza ist doch tot. Na Gott, weiß. Wie bei Galadias von Toten wieder aufgestanden. Von seinem Grab, er wollte aufsteigen. Er hat noch ein paar Rechnungen offen. Er hat noch klarer Mahnung bekommen. Klarer Schuldenbruder. Leben ist hart als Pediler. Warte mal, bei ihm klingelt's doch. Das heißt, er kann doch nicht. Das heißt, er ist wach, aber der Handy dann trotzdem weglegt, wenn er schaut. Ja, klingelt kann. Immer. Ey, kack auf den. Der hat irgendwie. Der versteckt sich irgendeine Tiefgarage oder irgendwo. Was ist los? Ich dachte, ich fuck dich ab oder so. Du fuckst mich nicht ab, Mann, aber irgendwie fuckst du dich dann auch ab, Mann. Ich will oh mein Gott, die werden uns jetzt so abfucken, die haben gedreht sind. Du willst ein 1 gegen 1. Ja. Gibt's noch den Boxkampf hier? Jetzt ruf ihn an, währenddessen ich ihn anrufe. Ruf ihn an, ruf ihn an. Sag, du kannst ihn jetzt orten, weil ich mit ihm telefoniere. Jetzt. Ja, 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 ja. Alex ist derzeit nicht erreichbar. Was, Bruder? Hallo, Alex ist derzeit nicht erreichbar. Er schläft. Nein, er ist wach, Bruder. Ich kann nicht anrufen. Ich hab mich verdrückt. Falsche Nummer. Ja. Okay. Guck mal, tut mir leid. Hör mir zu, ja? Ja, ja. Nee. Willst du ich bin gerade schon am Telefonieren. Ein für alle Mal ein Ende geben. Weiß nicht, Homie. Guck mal, ich hab mir... Bist du gerade unterwegs, Mann? Ich komm dann vorbei. Ich bin gerade am Würfelpark. Am Würfelpark? Ja, war ich die ganze Zeit, Mann. Soll ich dir einen Tipp geben, was ich gemacht hab, Mann? Ich hab einfach Müll gesammelt. Ich bin mit dem Müll rumgefahren und hab euch die ganze Zeit... Bin euch die ganze Zeit vorbeigefahren. Cool, Alter, mir scheißegal, was du machst. Ja, so macht man das nämlich. Ja, cool, dass du Müllmann gespielt hast. Ich bin nicht so dumm wie du. Wie bitte? Cool, dass du Müllmann gespielt hast, Mann. Wirklich, sehr klasse. Ja, Alter. War schlau, oder? Geil, Mann, Alter. Super Idee, Butzbach, Alter, wirklich. Ja, das war stark, Mann, ehrlich. Das war Taktik, Mann. Ihr habt mich immer nicht gefunden. Yo, ich hab keinen Bock zu Catch Me If You Can Win zu spielen, Alter. Also komm raus, ich dann noch. Hör mal zu. Was? Was für ein Fahrzeug fährst du gerade? Was für ein Fahrzeug ich fahre? Ja. Einen weißen Schafter. Weißen Schafter? Ja. Yeah. Starke Sache. Warum? Du kommst jetzt irgendwie mit einem Auto mit Blitzscheiben guckst du das ja. Mal wieder. Was für ein GTR? Den roten GTR, den du vorhin gesehen hast, oder nicht?
Mit dem bist du wieder unterwegs. Am Anfang. Hier wird geschossen irgendwo. Hier wird geschossen. Das ist der Hinweis von mir. Hier wird geschossen. Ja, Ola, der ist hier am Würfelpark. Der schießt hier rum. Ja, ich gesagt, ich irgendein Busch drin oder so. Ja, krass, Mann. Das ist der Hinweis von mir jetzt. Ja, yeah, ja. Yeah. Was? Ey, Felix, er hat gesagt, ich schieße hier irgendwer rum. Er ist irgendwo bei den Schüssen, Ja, das ist hier direkt am Würfelpark, Bruder. Hier, direkt, guck. Irgendwo ist er hier. Er wird irgendwo geschossen. Oder hier, in irgendeinem Busch hier liegt er, in irgendeinem Busch, ich schwör dir. PD soll mal hier rüberfliegen. Warte mal, geh mal zum PD da vorne. Fahr mal weiter. Geh mal zu den Typen da vorne. PD? PD, hallo. Hallo, PD, Mann. PD? Hallo. Das FIB ist hier. FIB. Wir haben, ich habe gerade mit Bilzbach telefoniert. Der gibt mir die ganze Zeit immer noch Hinweise. Wenn ihr wisst, der hat euren Kollegen abgeknallt. Er ist hier irgendwo in der Nähe. Er braucht einen Helikopter, der hier mal rumguckt. Er ist vermutlich irgendwo im Würfelpark an irgendeinem Busch drin oder so. Ja, vorher einen Kollegen von euch abgeknallt. Wir suchen den. Wir wurden auch gerade von einem Heli getroffen. Keine Ahnung. Wir wollten das Fahrzeug hier vorne abschleppen. Und irgendein Heli ist angefahren und hat uns, keine Ahnung, einfach angeschossen. Ja, sag mal Bescheid bitte. Okay, Heli kann nicht sein. Es muss auf jeden Fall ein Fahrzeug sein oder irgendwie auf der Straße. Ah, okay. Okay, dann fahren wir auch nochmal rum, ja? Vielen Dank. Ja, alles klar. Ich wollte meinen Arsch drauf, er liegt hier in irgendeinem Busch drin, irgendwie wirklich. Ja. Das heißt, jeden Busch abzusuchen, ja, ich sag dir ehrlich. Ich hab gerade die ganze Zeit mit ihm telefoniert. Die ganze Zeit. Der Weiße okay. Da, der Weiße. Wo? Hinten. Hinten, Weißer schafft das. Ja, es ist richtig. Ja, warte, dann guck ich nochmal. Wo jetzt? Gerade, er war irgendwo hier. Da vorne. Hast du ihn? Fahr mal bitte rechts an, Kollege. Hallo? Ja, was geht ab, Mann? Können Sie einmal rechts ran bitte fahren? Wie bitte? Einmal rechts ranfahren? Ja, natürlich, kein Thema. Was ist jetzt los? Am besten einmal auf die Straße, ja, damit wir Verkehr alles nicht behindern. Ja. Kein Thema. So, Eingesicherung. Eingesicherung. Einmal aussteigen. Ja, alles gut. Idiot, er wollte so wegfahren. Warte, ich bin das PDR, Mann. Ja. Ich weiß nicht, ob er es ist. Aber warum fährt er weg? PD für das FIB? Er ist irgendwo in Davis bei 9. Doch ein MD, Bruder, MD. Wir haben ihn. Komm, ich glaube, wir haben ihn. Er ist auf jeden Fall mit einer Maske unterwegs gewesen. Warte, ich check Fahrzeug heute. Bei 9073. Ich weiß nicht, ob er es ist. GPS Signal bei 9129, aber. Warte, Bruder, ich hoffe, ihm auch so gehört. Irgendwo in Davis muss er sein. Das ist GPS nicht ganz genau. MHL 97. Wo muss er sein? In Davis 9129, aber im Umkreis von 2-3 Blocks. Also irgendwo ja, das ist genau hier. Vorhin weiter, hat er gesagt, ja? Viel Glück. Also Auto geht irgendwo Sufjan Amahimovic. Du hast doch vorhin gesagt, weißer Schafter am Würfelpark. Nee, das war mein. Ich meinte unseren. Damit er dich die Farbe weiß. Okay, warte. Lass mal von Straße runter. Oder nachher werden wir noch komplett überfahren. Oh, der arme Mann. Hast du MD? Warte, ich funk MD. This is how I rock and roll. Ach, Wolle. Also, Auto gehört insofern an Amamovic. Keine Ahnung, wer der Schwanz ist. Ich hoffe, er ist es, Mann. Wieso wollte er weiterfahren? Abhauen wollte, was soll ich sagen? Mit Waffen dabei, Koks dabei, keine Ahnung, irgendwas. Ich hab MD, warte. Ich hab MD. Warte, Kofferraum. Ich ruf mal einen Butzmacher an, vielleicht ist er das nicht. Nicht rein. Geht nicht ran? Yeah. Okay.
Egal, scheiß drauf, warte einfach, bis MD da ist und lass mich ihn hochholen. Ich will einfach Kali die Schafthose an. Ach, Breitenberg auf mich bestellt. Sieht doch aus wie Breitenberg. Ich schwöre auch mit diese Jackett und so, diese Kartoffeln. Ja, ja, ja. Wo fährt Medic hin, ne? Hallo. Ah, einen wunderschönen. Was ist denn hier passiert? Ah, oh, der Mann wollte fliehen. Oh, verdammt. Scheinbar. Ja, ist weit gekommen auf jeden Fall. Holla, holla. Er atmet noch. Herzfrequenz ist im Takt. This is how rock and roll, roll, roll. Der macht aber cooles RP, dieser Butzbach-Chat. Willkommen zurück. Jo, willkommen, Mann. Was geht ab? Wie fühlen Sie sich? Spielen Sie noch alles? Dementsprechend ganz schlecht. Mein Arm denkt ein bisschen runter. Ja, kannst du ein bisschen einringen? Okay, passen Sie auf. Ich pack mal ein bisschen mit an. Auf 3 und alles mach klar. Ihr Handy raus, ja? Oh. 1, 2, 3. Oh. Steck es wieder rein. Ja. Und dann ist es wieder eingegangen. Was eine Behandlung. Ja, ich bin auch ein Tagier manchmal. Alles klar. Haben Sie sonst noch Schmerzen daher? Ja, mir drückt der rechte Schuh, Mann. Der rechte Schuh, aber ich denke, dass... Ja, Mann. Ich zieh meinen Schuh mal aus. Können Sie mein Pflaster drauf schmeißen da? Ja, also, natürlich. Moment. Ein bisschen behandeln. Was hier passiert, Jungs? So, einmal ein bisschen Salbe. Hier, 3 FB-Bilder von mir. Ja, das kannst du uns gleich erklären, sobald die Medics den Job gemacht haben. Ja, das könnt ihr gleich klären. So, ich habe da mal so ein Pflaster drauf gemacht. Das sollte erstmal ein bisschen helfen. Wenn da was sein sollte, kommt ihr dann gerne bei uns vorbei, ja? Ja, alles klar, mache ich. Alles klar, okay. Mann. Dann schönen Abend noch und passt auf euch auf, ja? Super. Ja, was geht? Reiß dir mal die Maske an. Einmal ganz kurz so. Warte. Einmal lass so du erst mal reden. Ich will einmal kurz wissen, einmal was hier abgeht. Ganz gut so stehen, ich will einmal ganz einmal kurz. Einmal stehen bleiben. Hör mal zu. Hör mal zu. Stehen, ey. Was ist die Tatsache hier? Was machen wir hier? Dreh dich um, dann erklär ich dir das. Ja, okay, Mann. Ich dreh mich um. Du wolltest fliehen, Mann. Wir können alles. Also so, jetzt können wir reden. Achso, jetzt könnt ihr jetzt reden, oder wie? Alles klar. Reiß dir mal die Maske ab. Reiß dir mal die Maske ab. Nee, warte mal ganz kurz. So. Wir haben eine Fahndung draußen, ja? Ja, gegen wen habt ihr eine Fahndung offen? Gegen das spielt Butzbach. Erstmal keine Rolle. Gegen einen Butzbach. Okay, ja, okay. Genau. Wir haben cool. jeden Wagen kontrolliert. Ihr habt jeden Wagen kontrolliert? Wir haben jeden Wagen kontrolliert. Ah, okay. Ja, alle, die eine Maske aufhaben, war der nächste Call von uns. Alle, die der nächste eine Maske Call aufhaben, für euch, was ist das denn? Ja, genau, der nächste Call von uns, du hast verstanden, ja? Der nächste Call von uns. Und außerdem hatten wir sein Handy orten, verdammte Scheiße. Also reiß ihm jetzt die Maske ab, Mann. Okay, machen wir es einfach ganz einfach. Ihr Handy wurde auch geortet. Reißen Sie, ich helfe Ihnen mal ganz kurz. Einmal ja, ich reiß mir eine Maske ab, natürlich. Ja, genau, reißen Sie mir jetzt die Maske ab. Ah. Ja. Wen haben wir denn da? Hamsterbacken von verdammt nochmal Butzbach. Salam alaikum, wie geht's dir? Seid ihr mal. Was? Was willst du jetzt? Was also, wollt ihr jetzt? Ich glaube, das PD weiß Bescheid, Mann. Ich funk kurz das PD, bleib mal kurz hier. War entspannt, Mann, auf Kayo. Und nächstes Mal Handy weglegen, ja? Das kann geordnet werden. Warum gibst du mir einen Tipp? Was soll das denn jetzt für eine Dummheit sein, Mann? Ich habe so oft mein Handy weggelegt, ich habe mir 500 Handys gekauft gefunden in der Zeit. Okay, trotzdem, den Tipp kannst du dir behalten. Ja, SIM-Karte ist aber schwierig, so schnell eine Welle neue zu kaufen, oder nicht? Ja, klar. Natürlich, ist es auch schwer. Neue SIM-Karte, natürlich. Akten mittlerweile, Bruder. Ja. Musst Ausweis hinterlegen. Ja, stimmt. Kannst nicht mehr einfach SIM-Karte an Tankstelle kaufen, damit irgendwo telefonieren gehen. Das FIB ist so geil, um Leute zu finden, ne? Hilfe. Kommt PD? So, ja. Abgenommen habe ich eine SNS-Pistole und ein Handy. Sehr gut. Okay, ruf an die Chefs an. Ja, PD ist unterwegs. Also, das Ding ist, bei FIB kann man so C wie RP mit verbinden. Wisst ihr, wie ich meine, Chat? Ach, Wutzach, du hast doch selber ein PDler. Ja, was baust du jetzt? Scheiße, was soll das? Ich glaube, du stehst für Recht und Ordnung, Habibi. Super.
Nutzbach, erzähl mal. Ist ein bisschen stumm. Ich pack mal den Wagen kurz weg. Ja, alles gut, Mann. Was hast du dabei gedacht, ja, jetzt wieder auf schiefe Bahn? Du warst doch Vorzeige, Pilila. Ja, 2 Tage, weißt du doch. Aus der Zeit, muss nach Pilila werden können, ja? Du hättest jeden Tag 2 Tage warst du beim PD? Können. Niemals wollte ich zu so einem Schmutz. 2 Tage warst du beim PD? Ja, tatsächlich nur 2 Tage. Ja, jetzt könnt ihr eure Masken ausziehen? Ah ne, seid so cool, sorry, stimmt. Auf den gar keinen Fall. Ja, tut mir leid. Das ist uns leider nicht, wie soll ich denn sagen, Mann? Das dürfen wir leider nicht. Wie war dein Tag so? Erzähl mal, Butzbach. Ich hab halt entspannt, Mann. Du hast sehr viel Scheiße gebaut, Mann. Das werden wahrscheinlich viele Hafteneiden für dich, Mann. Dein Arsch wird... Ja, sein, das ist mir bewusst, Mann. Oh, meine Alter. Hey, ja, was geht bei euch so? Habt ihr einen guten Tag? Ja, mal sehr guten Tag, ja. Ermittlungen laufen, würde ich sagen. Alles klar. Komm, wir gehen zum SG. Okay. Kann es sein, dass du dich bei deinem Outfit irgendwie am Breitenberg orientiert hast, so als Vorbild? Ja, natürlich. Nee, das war ein Outfit, was ich noch im Kleiderschrank hatte. Ach so. Komm mit Agent 44. Alter, was ist mit dir? Siehst du auf einmal? Ja, Waffe hat sich gelöst. Kann man leider nichts machen. Krass, Mann, ihr seid Profis. Kann ich vorankommen. Super. Ja, Waffen so. Lösen kann sich immer, ja? Technischer Defekt, Bruder. Ja. Kannst du kurz die Rechte vorlesen? Sie haben das Recht zu schweigen, alles was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet. Sie haben das Recht auf einen Anwalt, sollte sich keiner im Starter befinden, übrigens das FBD Judikative. Haben Sie soweit Ihre Rechte verstanden? Ja, ich habe meine Rechte verstanden. Sehr schön, freut mich. Wo habt ihr Sosa gelassen? Wer ist Sosa? Big Sosa. Ah, meinst du Typen, der damals noch Familie aufmachen wollte, aber dann beschissen war? Nein, aber der hat safe die Cops gerufen, der Wichser. Okay. Ja, juckt mich nicht. Oder Cops rufen, wie er will, ja? Mhm. Lies ihm mal seine rechte Form an. Hab ich schon. Achso, ja. Und die hat er verstanden? Die hat er verstanden. Ja, ich hab meine rechte verstanden. Welche FAB-Nummer habt ihr? Agent 12. Agent 12, der andere? 77. Der andere? 44. 44, okay. Alles klar. So, Butzbach, einmal Kopf einziehen, ja? Ja. Und dann einmal da vorne durch die Tür zum SG gehen. Ja. Da haben es so gebrochen. So. Super. Ist ein PDler hier? Ich hätte jetzt nicht rübergehen. Ja, ich mach Akte. Ich werde schon irgendwann hier super. Rauskommen. Da sind sie. Bleiben Sie mal kurz bei ihm. Ich mach das Scheiß, hast nicht fertig, vergessen. Ja? Super. Kannst deine Waffe auch runternehmen, Mann. Ich hab Fesseln an. Oder denkst du, ich hau mich mit den Fesseln jetzt nicht um oder was? Es ist zu meinem Schutz. Mein Schutz, oh mein Gott. So, rock and roll. Butzbach, Erwachsenenvollzug. Hat keiner nachgefragt, Mann. Butzbach ist im Knast heute zu Besuch. Also, wie viel bekommt er her? Was soll das die jetzt, Seife sieht er schon vom Fenster. Der bescheuert Mann. Butzbach, heute im Knast zu Besuch. Ihr Kopftuch erkenne ich schon vom Fenster. Ey, Officer, hast du jetzt irgendwie dicke Hose bekommen, dass du mich einfach abkneizt? Was soll die Scheiße? Oh, deine Dienstnummer einmal. Tut mir sehr leid. Deine Dienstnummer jetzt. Ah, meine Dienstnummer bezahlen. Wie merkt man dein Gesicht, Mann? Ja, merkt ihr den. Deine Dienstnummer bitte einmal. 31, kannst du gerne haben. Merk dir meine Fresse, ich bin 31? Chico. 31, ganz genau. Alles klar, Mann.
Wunderbar. Okay, geht mal beiseite wegen der Strafe. Was ein Scheiß, Alter. Was schießt der einfach auf mich? Geht mal beiseite. Oh mein Gott, Bruder, guck dir mal bitte die Frau an. Ja, guck dir mal bitte die Frau an. Was ist bei ihr passiert? Allah, Chirurg hat ja, Fehler bei gemacht. Mir ist alles gut. Pedela meint gerade einfach auf mich groß zu schießen, Mann. Eben hier? Ja, der hinter grundlos mir da, der 31, glaube ich, heißt. Also, grundlos war es nicht. Eieiei, Kindergarten. Ist er Habs? Ja. Wie viel läuft er denn? 90. Cool. 40, okay. Cool. Illegale Waffen sind auch noch dabei. Alles, okay. Also der hat alles mit dabei. Ich kann dir sagen, Widerstand hat er bekommen gegen Verstrickungsbeamte, genau. Körperverletzung und Besitz von illegalen Handfeuerwaffen. Genau, super. Das sind einmal 9000. Schmitz ihn ab, okay. 9600 habe ich ihm gegeben. Ja, wunderbar. Super, gut. Perfekt. Alles klar, dann gute das Arbeit. Das war ja wegen meinem Ego, dass er mich ekelhaft geholt hat. Vielen Dank. Ja. Wollen wir den noch wenig Digga, der Arm wurde so Kalito, warum bist du kein VIP bei mir? Hey. Lass ihn mal noch befragen. Hey, lass noch rein und ihn therapieren. Wir können ihn noch befragen. Ja, Mann, Bruder, ja. Lass ihn richtig therapieren, dass er richtig ausrastet. Okay, komm. Lecker. Obwohl, eigentlich wird er schon therapiert, wenn er die ganze Zeit nichts machen kann, weißt du? Lass ihn aber nur so kurz therapieren. Nee, nicht hier. Komm, hier. Lass ihn nur kurz therapieren, so ja, 5 Minuten. Brauchen wir, Bruder, allein weil er hier reingekommen ist. Mach mal zu. Hab ich. Gut. Monte Icon, niemals. Die Türen gehen nicht zu, oder? Komm. Geh nicht zu. Ich hab gerade wirklich gerade mein Herz geöffnet und hab etwas erzählt, was ich noch nicht erzählt, weil ich einen Song gehört hab, Digga. Und dann kommt Dinny und nimmt mir hier den Arm und nimmt mir den Kummer, Digga. Schon wieder alles vergessen. Oh. Scheiß auf die Weiber, ne? Oh mein Gott, wie geil. Geil, Digga. Geil, Bro, let's go. Ich bin auch gefesselt. Ach, du hast so Fesseln an. Ja, der Herr hat mich geschlagen. Was laberst du für ein Dieses? Ja, du haben komischer Lachtipp, was machst du denn hier? Nein, hä, was für geschlagen? Ja. Soll man nicht nerven, denn der nervt mich schon den ganzen Tag. Das war das seit 2 Minuten drin. Ach. Wer bist du? Ich bin Agent 12. Ja, dann nehme ich dich, Leonardo. Typ. Also, er nennt auch mich. Er nennt mich einfach vor seinen Kollegen beim Namen, Junge. Kommt ja gar nicht grob vor. Ja, wie soll ich sonst nennen? Ist doch nicht korrupt, ist doch ihr Name. Sollen wir sie auch Agent 80 nennen? Nein, aber er kennt meinen Namen. Seid ihr verblödet oder so? Sneaky, danke für den 12. Komm, scheiß drauf. Oh. Idiot. Ja, wir probieren rauszugehen. Hey, Jungs. Ja. Nein, Bruder. Das wird leider nichts. Halt die Fresse. Wie halt die Fresse? Halt die Fresse, habe ich gesagt. Ja, und das ist PD-Gewalt. Ob das Korps oder nicht, das zählt tatsächlich als Korruption. FIB bitte, ja? Und das nächste Mal deine Zunge zügeln. Verteidig dich gerade, du Wichser. Was? Ich wollte dir einfach was erzählen, du Wichser. Was? Also, ich glaube, die haben sich zwei gefunden, die sehr viel Zeit miteinander verbringen können. Wir ich glaube, die therapieren sich schon untereinander. Mach mal Schere, Stein, Papier, wer die Seife aufhebt, ja? Okay, haut rein, Jungs. Einen schönen Tag noch. Eine Frage noch. Ich kann mit dem Spaß nicht im Knast hängen, wirklich. Ich kann mit dem Spaß nicht im Knast hängen. Ich habe noch eine Frage. Das müsst ihr untereinander klären. Was ist denn deine Frage? Warum so ein Wichser. Ey, halt, entspannt euch, Mann. Ich habe nicht mal Waffe. Entspannt euch mal. So ein Kanister dabei, guck mal. Ja, fuck. Alles Scheiße. Gut. Was ist jetzt einmal Frage? Abstand nehmen? Was ist deine Frage? Aber die verschüttet dir auf jetzt! Du gibst dir keine Befehle, ja, was ist deine Frage? Hey, so, hinten an die Wand, Mann. Hinten an die Wand, du hast mir nichts zu sagen. Im Knast, das hier ist mein Gebiet, ja? Ach ja, echt? So was wie meine Street. Wurzpass halt im Knast. Einmal jetzt so. Beide zur Seite. Die Dusche ist dein Gebiet, Mann. Mit deiner Seife. Hey, scheiß Sprüche, Mann. Lass uns doch einfach in Ruhe, wo ist denn euer Problem? Wir wollen keine Gewalt anwenden, wenn ihr die... In die Tür. Ey, die bewegt sich ja wie Marionetten mit der Waffe. Alter, was ist mit dir, Mann? Bist du bescheuert, Mann? Halt die Fresse. Geht in die Ecke. Steck dir hinten rein und drück ab. Komm! In die Ecke mit dir nach hinten zum Tisch. Weg mit dir. Tisch. Und wenn nicht? Das ist mein letztes Befehl. Dann muss ich dich leider tasern. Taser mich doch. Kommt.
Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Hier ist auch rein, müsste ich leider eine Kugel in den Kopf einjagen. Natürlich. Warum willst du eine Kugel in den Kopf jagen, Mann? Ich steh doch hier. Ja, dann verzieht euch beide, bevor ich euch beide in den Kugel in den Kopf jage. Jetzt kommen wir hier. Ja, ich dreh mal kürzer mit dem Hebel und geh raus, Mann. Die dürfen uns nicht niederschießen, weil das wäre dann Korruption. Ey, Taser, beide, ich mach beide Handfesseln dran. Sollen die nein, Alter, was soll das Scheiße? Nein, von uns kommen, wir ziehen jetzt ab. Natürlich darf ich das. Ey, ihr dürft nicht emotional handeln. Geht doch einfach raus, geht doch nicht aus dem Pisma. Du gehst jetzt von der Tür weg, okay? Hast du mich verstanden? Sonst muss ich dich Taser anfesseln und nochmal länger einsperren. Ich wieder schon von der Knarre, ey, vorhin werde ich ohne Grund umgeknallt jetzt. Soll die Scheiße, Mann? Geht doch einfach raus. Angst vor einer Knarre. Ja, hast du keine Angst vor einer Knarre? Ich bin auch frei wieder. Frag Konsti. Ja, sehr schön. Frag Konsti, ruf ihn an und sag, ist Leonardo ein Kollege von uns? Okay, okay. Dann geh mal jetzt in die Ecke. Geh mal in die Ecke und wir rufen jetzt an. Geh in die Ecke, wenn du ein richtiger. Ja, wenn ihr Eier habt, nehmt ihr die Knarre jetzt runter und chillt eure Eier, Mann. Wir haben nichts dabei, Mann. Weg von der Tür. Oh mein Gott, ihr lässt euch von einem twerkenden Typen fertig machen. Geht einfach raus jetzt. Ich muss kacken, Digga, ich muss kacken. Wie kann man so ein Troll sein? Okay, komm, Agent. Nein, ich kann nicht helfen. Wallah, die Therapien sind untereinander, ja, ich sag dir ehrlich. Aber hör zu, ich geb dir mein Wort, mein Ehrenwort, ich hör auf, ich geh nicht mehr, aber nimm mir die Hand. Nein, mach ich nicht. Hey, wenn du keine Angst vor der Knarre hast, wenn du keine Angst vor der Knarre hast. Mach deine Rolle nicht hier, ja? Mach keine. Pack deine Knarre jetzt weg, Mann. Nee, Mann, warum sollte ich? Ja, weil du hier nicht schießen musst oder sonstiges, Mann. Durchsuch mich, ich hab nichts dabei. Okay. Scheiß Idiot, Mann. Abnehmen, nimm mir die doch einfach kurz ab und dann. Warte mal. Einfach. Wo ist das Problem? Wie kann ich ihn durchsuchen, Chat? Ja, und jetzt? Und? Findest du irgendwas? Hä? Nee, aber ich lass dir die Fesseln dran. Nein, du machst die ab im Knast, mein Lieber. Wir machen doch gar nichts, Mann. Wir reden doch nur, wenn ihr emotional handelt und... Wir handeln nicht einfach emotional. Ja, deswegen fesselst du mich jetzt und schießt auf den Boden, weil du einfach genervt bist. Jetzt werde ich hier festgehalten, so, oder was? So, mach an dich jetzt auch nochmal, ja? Slap, yo! Ja, dann fessel mich. Du hast unsere Anweisung sonst nicht, lass dich wieder vorhin, gib die Mannschaft an, hast du nicht verstanden? Alles klar, dann fessel mich jetzt. So, wir ziehen jetzt ab. Ja, halt deine Schnauze, warte. Tschüss, ja? Einen schönen Aufenthalt noch. Oh. Einen schönen Tag noch. Oh, piss dich. Alles gut, ich stehe doch hier, ich lauf doch nicht. Geh doch raus, bist du doof? Ja, ja, geh doch raus. Geh doch raus, du Opfer. Ihr kleinen Hunde, wartet ab. Wartet ab, ja? Ach, wartet ab. Der eine von dir ist immer noch hier. Wir könnten wir so ausdocken jetzt. Komm. Stell dir vor, den hätten wir ausgemacht jetzt. Ja, komm gleich noch, komm. Jetzt hast du es zu. Ich hab hier einen Loser. Komm, komm. Er war im Bild. So. Ja. Die werden sich schon gegenseitig therapieren, das ist unglaublich. Die schlagen sich schon. Und dann mach doch mal auf, du Hundesohn. Komm raus, komm raus. Oder wir müssen da gucken. Sonst kriegen wir Gehstoff von Konsti, Abi. Okay. Ja, warte mal, Konsti, Abi muss noch 2k Sanktionen bezahlen, der Wichser. Wieso? Ja, der schuldet mir noch 2k Sanktionen. Ja, nochmal, ich hab ihm Sanktionen gegeben. Ist Casino auch? Was ist Casino, Bruder? Für die Sanktion von Konsti bekommen. Mach doch nicht als erster zu, Junge, ich küsse dein Herz. Jungs, Deutschafter, wenn er wieder rauskommt, lass ihn ficken. Wie lange braucht ihr? Wie viel hat er bekommen? 90? Yeah. Er hat 90 auf der Hälfte bekommen? Ja, ich hab gehört, 40. Ich hab auch 40 gehört. Hast du 40? Dann können wir ihn 40 wieder ficken. Wo müssen wir jetzt? Akku, Aufstellung. Echt? Ja, ja. Ja, vielleicht schreibt's ja oder so. Ja, Leiter. Ruf kurz Ali an. Da konntest du so vorhin noch Sanktionen bezahlen.
Alter, das ist so schlimm mit dem gerade gewesen, Alter. Oh mein Gott. Ja. Ja, bei dem Knast, die haben ja nichts mehr zu verlieren, weißt du? Wir haben die so genau abgeknallt. Und einfach liegen lassen, dass sie ja nichts mehr rennen. Und jetzt hat er 40 Krafteinheiten und 9000 Strafe. Ey, Jungs, ja. Obwohl er nicht scheiß drauf. Ja, das passt, das passt. Der hat noch einen Shotgun-Schuss bekommen von einem Kopf. Sehr gut. Wir haben jetzt kurz Ausstellung und danach rufe ich es an. Wieso? Agent 12 wird auch Saku. Ja, okay. Was, okay. Wie ja, Aufstellung, Alter? Kein Bock auf Aufstellung. Ja, Besprechungsraum, ja, keine Ahnung, nur Gott weiß. Jalla. Das geht maximal 10 Minuten. Komm mit, Bruder. Lass mal da rein, jetzt sagen einfach einmal alle die Hände hoch. Nein, das kommt, glaube ich, nicht so lustig. Das kommt gut, glaub mir. Hör mal mich? Holla, holla. Konzi ist noch gar nicht da. Ja, Klappe. Pack die Waffe weg. Yeah. Okay, erste Frage. Warum seid ihr hier? Weil es angekündigt worden ist. Sehr gute Antwort. Warum ist ein Großteil von euch hier? Ist. Richtig. Warum ein Großteil von euch, oder nicht Großteil, aber ich schätze mal ein Drittel, hat nicht darauf reagiert, dass ihr hierher kommt? Weil sie vielleicht beim Einsatz waren. Ach so, ja natürlich, du hattest gar keine Zeit dabei, dem Häkchen hier mal grün anzuklicken. Alles gar kein Problem. Ich musste gerade die Fahndung aufschreiben. Ja, du hattest ja auch nicht gehört. Okay. Ja. Also seit 13.39 Uhr hattest du keine Zeit, weil du eine Fahndung aufschreiben musstest. Ist es dein Ernst? 13.39 Uhr? Ja, 13.39 Uhr. Da war ich gar nicht wach. Ja, du bist aber schon länger wach als 20 Minuten, oder nicht? Das stimmt. Und die zwei, die jetzt nachträglich hier in Häkchen gesetzt haben, ihr seid echt, naja. Nee. Von Kreuz auf Haken. Ich bin eigentlich abgemeldet wegen Arbeit gewesen, aber ich habe es pünktlich geschafft. Abmeldung ist auch drin. Wunderbar. Dann gehen wir ab jetzt die Liste durch und bitte einmal mit Ja bestätigen wir das, ja? Hans Dampf. Kane. Hm. Luciano. Ja. Anissa. Mira. Nicht da. Sanktion. Paco. Mhm. Tarek. Was? Nicht da. Wie? Yeah. Da oder nicht? Ja, eine Antwort. Susi. Hä? Tom. Agent 11, Tom Street. Sanktion. Ja, ist nicht da. Ende. Einfach Schule, Chat. Ja, dann soll er das bestätigen, ansonsten Aktion. Was macht die 02 da? Was mache ich 02? Ich stehe hier. Nee, 03 meinte ich. Sehr schön aus dem Weg. Anderson? Konzi, ich bin da. Bestätigt den Zorbeck, das müsste Redfield sein, richtig. Bernie, Batzen. Hier. Aslan Rio. Ja, Chef. Elijah. Okay, dann kriegen aktuell nur Mira und Tom. Streit ist hier. Ich bin gerade mit Konzi reingekommen. Ja, okay. Dann, wie gesagt, Konzi hat ihn aufgehalten. Jo, richtig. Ja. Mira immer anrufen. Ich wurde gar nicht aufgerufen. Ich auch nicht. Ja, wisst ihr, warum ich nicht aufgerufen wurde? Mhm. Warum? Weil ich nicht angemeldet habe. Richtig. Doch, habe ich. Einfach jeden Namen durch die Liste geben. Wir sind 19 Leute, also will ich auch 19 Leute hier sehen. Ja, aber wir sind mehr als Dings. Mehr als 19 geht nicht. Ich habe aber ein Häkchen gemacht. Achso, ja, dich habe ich ja gehört. Oskar, ja, 21, du bist da. Okay. Wer wurde jetzt nicht aufgerufen? Ich. Okay, wer noch? Agent 77. Wir sind genau 19 Leute hier im Raum. Richtig. Ja, richtig, aber ihr habt euch nicht angemeldet und seid trotzdem hier. Also. Ja, ist doch gut so. Ist doch egal, ob sie sich jetzt angemeldet haben oder nicht. Hauptsache, sie sind hier. Das ist mir doch scheißegal. Hauptsache, sie sind hier. Dodge ist, Drago ist doch auch nicht da, oder? Ja, klar, Mann.